Unterschied. Willkommen in der neunten Mission von Dishonored 2, also der letzten des Spiels. Ich möchte euch in diesem Video auch mal wieder die Runen- und Knochenartefakt-Fundorte zeigen und den ersten könnt ihr hier jetzt bereits sehen. Ihr geht also an Bord der Dreadful Whale auf Deck zu Megan Foster und die trägt dann ihren eigenen Kabinenschlüssel bei sich. Den könnt ihr wie gerade gesehen stehlen, dann wieder unter Deck gehen zu dem Besprechungsraum, wo Anton Sokolov auch ist, und da schließt ihr dann die Kabine auf und nehmt euch da die ersten beiden Knochenartefakte. Weiter geht es auf den Straßen von Dunwall, also dem ersten dieser drei Bezirke, und ihr könnt gleich ins erste Gebäude auf der rechten Seite gehen. Da ist der Schwarzmarkt dieser Mission zu finden und dort könnt ihr wie üblich mal wieder eine bzw. die erste Rune kaufen. Alternativ lässt sich der Schwarzmarkt wie alle anderen natürlich auch ausrauben. Einen entsprechenden Guide könnt ihr euch auch noch bei uns ansehen. Die nächsten beiden Runen bzw. der Outsider Shrine in dieser Mission ist echt gut versteckt. Da gibt es aber trotzdem mehrere Wege hin. Ich zeige euch jetzt mal einen hiervon. Also den zweiten werdet ihr beim nächsten Fundort dann noch sehen. Das hier ist die Gasse links neben dem Dunwall Courier, neben der Zeitung, in dessen Gebäude ich jetzt hier quasi bin. Also das ist das Treppenhaus der Zeitung. Sobald ihr einmal durch die Gasse gegangen seid und im Gebäude drin seid, könnt ihr natürlich auch das Haupttor des Gebäudes öffnen. Mit Corvo würde das, glaube ich, sogar auch gehen, mit diesem Windstoß. Aber Emily hat keine entsprechende Fähigkeit. Von daher müsste sie halt eine Granate benutzen und da ist die Gasse auf alle Fälle günstiger. Und vom Balkon im, ich glaube, dritten Stockwerk war das jetzt, des Dunwall Courier, arbeitet ihr euch dann rüber, quasi die Straße runter, in diese Biegung gegenüber des baufälligen Gebäudes. Hier drin streiten sich gerade zwei Räuber, dass sie den Tresor finden müssen. Ich habe die jetzt an dieser Stelle schon mal beseitigt. Und genau den Tresor suchen wir jetzt. Dafür müsst ihr einfach dieses Barometer drehen. Dann öffnet sich die Geheimtür und ihr kommt zum Shrine, wo ihr die zwei Runen findet. Auch der Weg zum nächsten Knochenartefakt ist etwas umständlicher. Hier seht ihr jetzt quasi auch den zweiten alternativen Weg zu dem Schrein. Wir müssen für dieses Knochenartefakt nämlich durch das baufällige Gebäude. Also da müsst ihr euch in ja auch wieder den dritten Stock hocharbeiten. Dort oben erwartet euch übrigens unter anderem eine Hexe. Müsst ihr also ein bisschen aufpassen, dass ihr der nicht in die Falle lauft. Oder wenn ihr sogar ein Achievement holen wollt, dass ihr von der nicht entdeckt werdet. Und dann könnt ihr über diesen schicken Stahlträger oder einen davon rüber zum gegenüberliegenden Gebäude balancieren, wo ja rechts jetzt gerade der Balkon war, auf dem wir uns gerade noch befanden. Wir folgen jetzt aber dieser schicken Rohrleitung hier auf die Dächer. Hier geht es quasi genau zu dem Punkt, wo wir in Mission Nummer 1 auf die Straßen von Dunwall gekommen sind. Unser Ziel ist also Emilys Versteck im Dunwall Tower, das quasi was an den Schutzraum grenzt. Und ja, wenn man richtig überlegt, dann auch am Ende der Mission eigentlich nur wenige Meter von Delilah entfernt sein müsste. Bedauerlicherweise ist der Durchgang von dieser Seite aus aber versperrt. Ehrlich gesagt, wenn ich Corvo oder Emily wäre, würde ich lieber den Schutz schnell mal beiseite räumen. Wird wesentlich schneller gehen, als sich durch das gesamte Gebäude zu hacken. Nichtsdestotrotz müsst ihr hier einfach reingehen, hüpft dann über diese zwei, drei Schränke hier und könnt euch oben das Knochenartefakt von diesem kleinen Schlafplatz hier schnappen. Jetzt begeben wir uns zum Dunwall Tower, also im zweiten Gebiet. Wir sind hier auf dem zentralen Hof. Ich biege jetzt links zum Gewächshaus ab. Da sind normalerweise vier Hexen drin, also hier stehen sie rum. Und in der hinteren Ecke findet ihr dieses kleine Gefäß mit dem Knochenartefakt. Zur besseren Orientierung benutze ich in diesem Areal den gleichen Ausgangspunkt, also das schicke Lagerfeuer. Und von da aus müsst ihr nur zu diesem Gebäude rüber, wo quasi ja im ersten Teil die Assassine herkam, die Jessamine umgebracht haben, falls das überhaupt irgendwer weiß. Ich kletter jetzt hier übers Dach, quasi mit dem Weitreichen, aber rechts von der Brücke bzw. der Mauer ist eine Rohrleitung. Wenn ihr also keine Fähigkeiten verwenden wollt oder könnt, dann könnt ihr rechts den Weg auf den Rohren nehmen. Von hier aus habt ihr aber eine weitaus bessere Angriffsposition auf die zwei Hexen, die sich hier rumtreiben. Wenn ihr die bezwungen habt, dann könnt ihr hier aus dieser offenen Holzkiste das Knochenartefakt nehmen.
Jetzt gibt es auch auf diesem Areal noch eine Rune zu finden. Die ist hier links vom Eingang quasi. Da ist noch so ein Pumpenhaus. Auch da drin treiben sich wieder zwei Hexen rum. Habe ich schon mal erledigt. Und hier von dem Steg aus könnt ihr zwischen der Wand und den Rohren runterspringen, euch ducken und dann zur Rune durchkriechen. Damit geht es jetzt in den Innenbereich des Towers. Genau das hier ist der Eingang. Also hier verläuft der Gang links und rechts. Das war die Pforte. Und ich kletter nur über diese Schränke drüber und sehe diesen geopferten Oberpriester oder was das war. Und der hat zwei Knochenartefakte bei sich. Die nächste Rune befindet sich im Keller. Ich zeige euch das auch mal vom Eingang aus. Also ihr müsst den Strom da zwar nicht zwingend anschalten, aber das ist das eigentliche Ziel da unten. Der Zugang hier zum Keller ist ganz hinten rechts, hinter der Küche. Da gehen wir jetzt mal runter. Wenn wir jetzt weiter geradeaus gehen würden hier, dann würden wir da halt zu den Walöl-Tankbehältern kommen. Und hier oben auf der Rohrleitung findet ihr die Rune. Damit komme ich bereits zu Knochenartefakt 8 und 9, die letzten, die ich so finden konnte. Die befinden sich beide im Obergeschoss, eins davon im verschlossenen Raum. Wie ihr dahin kommt, werdet ihr gleich sehen. Mehr konnte ich in dieser Mission nicht finden. Ich habe gemerkt, dass es in einer Konstellation, also das hängt so ein bisschen mit High Chaos zusammen, in einer Konstellation, in der ihr, ja, ich sag mal, mehr Leute, glaube ich, getötet habt, als gerettet habt, hier tatsächlich 11 Knochenartefakte finden musstet. Die hatten aber komischerweise keinen Fundort, also das Herz hat sie nicht angezeigt, was ja eigentlich bedeutet, dass sie mit einer Person zusammenhängen, die ihr töten müsstet. Ich habe echt jeden in dieser Mission getötet und sie trotzdem nicht finden können. Ich weiß nicht, wo es diese außergewöhnlichen 10. und 11. Knochenartefakte gibt. Falls irgendwer einen Hinweis darauf hat, schreibt es mal in die Kommentare dieses Videos.